Hey, guck mal, Schatz, was ich für 20 Euro im Baumarkt gekauft habe. Ist nicht dein Ernst. Schau mal, was ich für 20 Euro gekauft habe. Tja, gewusst wie. Hi, ihr Wundervollen. Ja, wenn man schlau ist, bekommt man für wenig Geld viele Produkte. Und ich habe heute meine Top 10 aus dem DM unter 2 Euro für euch. Das Schöne dabei ist, ich habe sogar richtig viel dekorative Kosmetik dabei und damit fangen wir auch gleich mal an. Und zwar von P2 mit dem Volume Gloss Gel Look Polishes. Die kosten 1,95 und ich finde, die haben eine richtig schöne Farbauswahl mittlerweile. Ich habe gestern nochmal durchgeguckt, die haben richtig tolle Frühlingsfarben dabei. Ich habe jetzt eher zwei herbstliche Farben hier, aber ich finde die gut. Die haben einen tollen breiten Pinsel, die decken gut, die halten gut und für den Preis sind sie auf jeden Fall eine Empfehlung. Außerdem kaufe ich bei P2 immer diese Rosenholzstäbchen. Ich benutze die immer, wenn ich meinen Nagellack auftrage, um den Rand nochmal sauber zu machen, wenn ich gepatzt habe. Die funktionieren dafür super oder um die Nagelhaut zurückzuschieben, kosten wenig und sind gut. Auch zur Nagelpflege kaufe ich mir immer von Essence diese Pfeile hier. Und zwar ist das die mit den 4 Seiten und mit der einen kann man eben kürzen und dann kann man noch polieren, weil man möchte. Ich finde, die funktioniert sehr, sehr gut. Ich wechsle die regelmäßig aus, weil sie dann stumpf wird. Aber wie gesagt, das ist so meine liebste Pfeile aus der Drogerie. Machen wir weiter mit P2. Ich liebe P2 und P2 hat auch richtig viele Produkte unter 2 Euro, unter anderem zum Beispiel die P2 Sheer Glam Lipsticks. Die mag ich richtig gern, die sind eben schier auf den Lippen. Ich trage auch heute die Nummer 071 Mona Lisa Smile. Die halten nicht lang, aber sie sind super pflegend, super cremig, setzen sich trotzdem nicht in den Lippenfältchen ab, sehen schön glossy aus und die haben eine sehr, sehr schöne Farbauswahl. Ich habe davon auch bestimmt 6 oder 7 Stück, aber die 071 eben ist jetzt so im Frühling meine liebste Farbe. Das ist so ein leichter Rosa. Rosenholzton mit Peach-Einschlag. Die sind richtig toll, schaut sie euch unbedingt an. Eine Sache, die mir das Pinselwaschen erleichtert, ist dieses Ebelin Massagepad. Darauf reinige ich meine Pinsel, das machen sehr, sehr viele so und das funktioniert auch wirklich gut und deswegen kann ich das total empfehlen. Was unbedingt in meine Top 10 musste, ist von Nivea das Lemongrass and Oil, die Pflegedusche. Oh mein Gott, wie gut riecht die bitte. Die ist so herrlich, die ist so frisch. Fruchtig, aber nicht zu süß. Ich mag die so gerne im Sommer und gleichzeitig pflegt sie halt durch die Ölperlen richtig, richtig schön. Das ist mein liebstes Duschgel unter 2 Euro. Zur Gesichtsreinigung benutze ich jeden Abend diese Schwämmchen hier. Damit nehme ich mein komplettes Make-up runter, also natürlich vorher einen Reiniger drauf und dann damit alles runternehmen. Die gibt es im Zweierpack, die sind richtig toll, weil die so porentief reinigen. Die haben eben so eine schöne Struktur auch. Die mache ich nass und dann gehe ich über mein Gesicht und dafür sind die sehr, sehr gut geeignet. Ein All-Time-Favorite seit ewig vielen Jahren ist von Alverde der Lippenbalsam Calendula. Ich muss ihn euch einfach zeigen, weil ich ihn immer kaufe, wenn ich bei DM bin, weil der halt bei mir auch schnell leer geht. Ich benutze den jeden Tag, morgens, abends, zwischendurch, immer. Der ist angenehm auf den Lippen, schön pflegend. Der trocknet meine Lippen nicht irgendwie komisch aus oder so, sondern pflegt sie richtig schön reichhaltig. Ich liebe diesen Lippenpflegestift. Kommen wir nochmal zu P2 und da liebe ich total die Intensive Kohl Kajalstifte. Die haben hier hinten so einen kleinen Pferdefuß dran, damit kann man den Kajal super schön versmatschen. Und vorne ist eben der Kajalstift dran, die sind super schön cremig, aber die haften auch gut am Auge. Und das mag ich an ihnen, außerdem die Farbauswahl ist so genial. Ich habe hier so ein Bordeaux-Rot, es gibt aber auch jetzt im Sommer so ein schönes Mintgrün, natürlich auch ein Grau, ein Schwarz. Ich finde die so gut für den Preis. Kommen wir zum nächsten Produkt bzw. zur nächsten Produktkategorie, denn da kann ich mich nicht auf eine Marke festlegen und das sind nämlich Lip Liner. Die kosten eigentlich meistens unter 2 Euro und ich finde zum Beispiel die von P2 richtig gut. Ich finde die von Manhattan grandios. Ihr wisst, 59Y, meine große Liebe, meine Lieblingsfarbe überhaupt. Aber auch von Catrice zum Beispiel Upper Bronzer hat eine super schöne Farbe und die Lip Liner, die haften lange auf den Lippen. Natürlich sind sie etwas trocken, aber ihr könnt einen Gloss drüber geben oder sie eben matt tragen, aber für den Preis, da lasse ich echt gerne mal einen Lippenstift links liegen, weil die einfach noch günstiger sind und eben super schön aussehen und eine große Farbauswahl meistens haben. Yeah, das waren meine Top 10 Produkte. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Lasst mir in den Kommentaren da, was so euer absolutes Produkt unter 2 Euro ist. Dann lasse ich euch hier nochmal ein Video von mir da, hier oben den Abonnier-Button und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal.